meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich von meinem Arbeitsplatz. Es ist Mittagspause und ihr seht da draußen das Schneechaos. Also es ist wirklich ganz, ganz viel Schnee momentan. Und ich dachte mir, ich mache trotzdem ein kleines Video für euch. Aus der Mittagspause, wie gesagt. Und muss mich hier zurechtsetzen. Mir ist die ganze Zeit kalt, kennt ihr das? Ich bin zwar in geheizten Räumen, aber was draußen so kalt ist, draußen... Drinnen, ja, draußen, drinnen, das macht Spaß, ja. Meine Beschäftigung in der Mittagspause. So, meine Lieben, ich möchte dieses Video zu einem Thema machen, und zwar zum Thema, Moment, wo stelle ich euch denn hin? Keine Ahnung, soll ich euch hinstellen, meine Lieben? Da, wo ich euch vielleicht immer hingestellt habe, das ist hier, so. Hier seid ihr früher immer gestanden, als ich diese berühmten Retro-Videos machte. Ja, keine Produktwerbung, um Gottes Willen. So, also, es geht weiterhin um Narzissmus. Narzissmus, das ist das Thema, mit dem ich mich momentan wieder beschäftige. Beziehungsweise heute Abend gibt es eine Radiosendung zum Thema Ein bisschen Bi schadet nie. Also das wäre aber auch ein Thema für ein eigenes Video. Das Sigmund Freud hat ja gesagt, dass Bisexualität im Menschen sozusagen angeboren ist. Also wer es hören will, auf Krone Hit Radio ist das heute um 22 Uhr. Kronehit.at kann man mithören, ja, von überall. Kronehit.at, kurze Durchsage. Ja, jetzt aber zum Thema dieses Videos, Narzissmus. Ich habe schon mehr Videos zu dem Thema gemacht. Man kann nicht genügend Videos zu dem Thema machen. Warum? Weil es immer mehr Narzisstinnen und Narzissten gibt. Warum ist es eigentlich so, dass es immer mehr gibt? Das liegt wohl auch daran, dass wir in einer Zeit der sozialen Kälte leben, sprich man kümmert sich eigentlich nur mehr um Bedürfnisbefriedigung. Die Tendenz geht tatsächlich dahin, und ich will jetzt nicht fatalistisch sein, also nur jetzt negativ und pessimistisch sprechen, aber die Tendenz geht dahin, dass man einfach guckt, dieser Radius, der jetzt mich betrifft, das muss alles abgedeckt sein, meine Bedürfnisse müssen abgedeckt sein und der Rest der Welt geht mir an der Hutschnur vorbei, außer es ist mein Job, mich um die zu kümmern. Und das ist schon mal eine ganz narzisstische Grundeinstellung. Warum leiden wir so und warum trennen wir uns nicht von den Narzissten? Das ist der Aspekt dieses Videos, mit dem ich mich jetzt beschäftigen werde, nach diesem kurzen Eingangslabern, das du ja schon von mir kennst. Los geht's! Viele Menschen kommen zu mir in die Praxis und sagen, dass sie eine narzisstisch persönlich gestörte Mutter haben, narzisstisch persönlichkeitsgestörte Mutter haben oder einen narzisstisch persönlichkeitsgestörten Partner haben, beziehungsweise sie beschreiben mir diese Menschen, und ich will dann das Wort im Mund nehmen, und sie kommen mir dann oft zuvor und sagen, ja, und ich weiß, sie ist eine Narzisstin, oder sie sagen, ja, ich weiß, er ist ein Narzisst. Tja, dieses Wissen allein ist aber noch überhaupt keine Hilfe, denn es zu wissen, heißt noch nicht, dass man sich gegen diesen Narzissten abgrenzen kann, und dieses Wissen zu haben, heißt auch noch nicht, geschweige denn, dass man sich von ihm trennen in Sicherheit bringen kann. Jetzt will ich dir mit diesem Video aber doch ein paar Tipps geben, wie du dich gegenüber deinem Narzissten abgrenzen kannst, auch wenn es noch so schwer fällt. Wie machst du das? Du versuchst, Punkt 1, die Anfeindungen, die Kritik, die ja eigentlich als Provokation dient, um dich aus der Reserve zu holen, um dich, um deine Kontrolle, deine Selbstkontrolle, deine Kontenance zu bringen, diese Provokationen möglichst nicht mehr so schwer zu nehmen. Du nimmst sie zwar ernst, denn der Narzisst ist ja eine Person, die man, so wie alle anderen Menschen auch, durchaus ernst nehmen muss und soll und darf, aber du darfst es nicht persönlich nehmen. Es darf nicht zur Kränkung werden. Nicht umsonst lautet die Formulierung, sich kränken lassen. Ich kränke mich. Also ich bin es, die mich kränkt. Nicht der Narzisst kränkt mich, sondern ich lasse es zu. Ich gebe ihm die Macht, und das gehört zu meiner Co-Abhängigkeit, die ich im letzten Video genannt habe. Also versuche es wie ein Forscher zu sehen. Nimm den Forscherblick ein und sag dir, jetzt kommt wieder die narzisstische Kränkung. Sag das aber nicht zu dem Narzissten, denn der wird dann noch
rabiater, noch aggressiver reagieren und wird dich noch mehr torpedieren und wird dich noch fertiger machen wollen, weil er das ja nicht möchte, dass du über die Situation die Kontrolle behältst, dass du über dich die Kontrolle behältst, dass du über deine Emotionen die Kontrolle behältst, sondern sein innigstes Ziel ist es, dich überemotional überreagieren zu lassen, dich aus der Reserve zu locken, dich fertig zu machen und dann über dich zu triumphieren, weil ihn das ja sich erhaben fühlen lässt, wenn du in die Knie gehst quasi und wenn du dann ein Problem hast mit dir selber und dann wieder in diese Spirale hineingerätst, die ich im letzten Video über Narzissmus, bitte gerne verlinken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die das lesen, wenn ihr den Link noch habt. Aus zeitlichen Gründen bin ich da immer dankbar, wenn mir da geholfen wird, wenn mir da sozusagen assistiert wird. Ja, also das Video habe ich, das vorletzte Video war das, vorverletzte Video, keine Ahnung, ich glaube das vorletzte Video war es. Also, verstehst du, was ich meine? Dein Anteil ist es ja, dass du den Narzissten in seinem Narzissmus durch dein Verhalten förderst, bestätigst und möglich machst, ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du versuchst, bei dir zu bleiben und das als narzisstische Kränkung, als narzisstischen Kränkungsversuch im Vorfeld identifizierst. Hilfreich dabei, Punkt 1, Forscherblick aufsetzen. Forscherblick aufsetzen, aber auch nicht mitleidig werden, denn das würde den Narzissten auch jetzt irgendwie zum Objekt von dir wiederum machen. Dann bist ja du in der Täterrolle, nimmst deinen Narzissten nicht ernst und führst eine Scheinbeziehung mit ihm. Das wäre auch nicht gut. Am allerbesten ist es natürlich, wenn du aus der Beziehung rauskommst, aber bis du dorthin kommst, also dieses Video dient jetzt erstmal zur Vorbereitung, dieses sich komplett absetzen können vom Narzissten. Punkt 2 ist, versuche mit dem Narzissten dennoch immer wertschätzend zu sein, versuche dich nicht so weit provozieren zu lassen, dass du selber von der Rolle bist und danach wieder eben in dieser schuldbehafteten Spirale, Reizreaktionsspirale drin bist und dich dann noch entschuldigen musst und dann noch ein schlechtes Gewissen hast und die Bindung noch zunimmt zu deinem Narzissten. Also diese zwei Punkte sind ganz wichtig und ein dritter Punkt, den ich dir noch in diesem Video an die Hand geben kann, versuch dich möglichst viel mit anderen Menschen zu umgeben, denn sonst manifestiert sich deine Rolle der Co-Abhängigkeit und bekommst du wirklich, wirklich, wirklich ein Problem mit deinem Selbstwertgefühl und hast ohnehin schon ein fragiles Selbstwertgefühl, sonst wärst du ja gar nicht mit einem narzisstischen Partner zusammen. Wenn es deine Mutter ist, hast du sie freilich nicht ausgesucht, aber auch das hat natürlich dein Selbstwertgefühl in der Entwicklung gehemmt, behindert, wie auch immer. Und deswegen ist das Gleiche hier anzuwenden, auch diese drei Punkte. Einfach, dass du den Forscherblick aufsetzt, dass du guckst, dass du dich nicht zu sehr provozieren lässt und dass du dich viel mit anderen Menschen und anderen Anreizen deines Lebens umgibst. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bitte schreib gern deine Erfahrungen in die Kommentare.